Geschichten zurück ins Studio. Raffaella Scheidreiter über die Reformen in der Raumordnung. Bad Gastein soll wörtlich supergeil werden. Zumindest wenn es nach dem Berliner Künstler Friedrich Lichtenstein geht. Er wurde ja auf YouTube bekannt mit einem 3-Minuten-Video für eine Supermarktkette. Jetzt soll er dem lange Zeit angeschlagenen Kurort zu einem neuen touristischen Selbstverständnis verhelfen. Mit seinem neuen Album Bad Gastein. Morgen wird es präsentiert. Annelore Hopfer über ein neues Bad Gastein. Die Zeiten des Friedhofschauens sind vorbei, das ist in diesem Sommer der Tenor in Bad Gastein. Das Album Bad Gastein, das Friedrich Lichtenstein morgen im Grand Hotel de l'Europe mit allen Titeln präsentiert, ist dabei ein wichtiger Baustein. Der schlafende Riese Bad Gastein erwacht gerade. Es kommen sehr viele Schaulustige, sehr viele Kulturinteressierte, das heißt, man hat erhöhte Tagesgäste hier und natürlich kommen auch Hand in Hand dazu Anfragen für Hotelaufenthalte. Super Leute, super lieb, super love, super geil. So wie Friedrich Lichtenstein mit seinem 3-Minuten-Video 11 Millionen Klicks auf YouTube geschafft hat, will Bad Gastein mit Kunst den Ort hypen. 10% plus im Juni und Zuwächse im Juli sind Zeichen dafür, dass die Kunstaktion Sommer frische Kunst nach 4 Jahren auch wirtschaftlich greift. Extra für das Wochenende reisen zahlreiche Berliner nach Bad Gastein. Es gibt kaum noch Hotelzimmer, also wir merken es wirklich auch einen Aufschwung der Nächtigungszahlen und vor allem auch medial. Also New York Times hat angefragt, die Süddeutsche. Wir haben erfreulicherweise letzte Woche eine ganze Seite in der InStyle gehabt. Also Bad Gastein wird gerade echt medial ziemlich gehypt. 3,5 Millionen Euro hat der Immobilienentwickler Helmut Burgstaller in das Sorgenkind Grand Hotel de l'Europe gesteckt. 20 extravagante Zimmer zu Sommerpreisen von 40 Euro pro Nacht und Person und eines der wenigen Restaurants mit asiatischer Küche und 100 Sorten Gin sind das Ergebnis. Wenn wir da am Abend Essen haben, Restaurantbetrieb, haben wir 8 Nationen mit langen Haaren, mit kurzen Haaren, mit Anzug, mit kurzer Hose. Also es ist ein ganz gemischtes Publikum. Bad Gastein und sein neues Erscheinungsbild sind auf dem Weg und Friedrich Lichtenstein meint dazu: Ich würde euch empfehlen, dabei zu sein. Es lohnt sich.